Auswärtssieg, das war in der Anhalt Arena lange nicht zu hören. Genauer gesagt zum letzten Mal im November 2011. Damals hatte Bernburg in einem hart umkämpften Anhalt-Duell mit einem Torunterschied dem DAV die einzige Saisonniederlage in eigener Halle beschert. Diesmal jedoch feierte im Biberbau der Aufsteiger, der Meister der Bayernliga, der SV 08 Auerbach. Wir haben vorher festgestellt, dass Dessau, wir kannten unsere Liga nicht aus, Dessau hat letztes Jahr vorne mitgespielt, ist eine etablierte Zweitligamannschaft jahrelang gewesen. Die Halle sind einige Zuschauer, also wir hatten auf jeden Fall Respekt und wenn man dann so im Endeffekt deutlich gewinnt, dann ist man aus dem Häuschen. Wir sind einfach nur glücklich, jeder Auswärtssieg ist für uns Gold wert in dem Jahr. Wenn dann auch in dieser Art und Weise gewonnen wird, kann man die Bayern aus dem Abstiegskandidatentopf streichen. In einem Spiel der vielen Unbekannten. Noch nie hatte der DAV und Auerbach gegeneinander gespielt, erwischte die komplette Dessau-Rosslauer Mannschaft einen rabenschwarzen Tag. 8 Minuten lang gelang dem DAV kein Tor und dabei war es egal, ob die Beavers in Überzahl agierten oder nicht. Selbst nachdem Hüls das erste Tor für Dessau erzielte, war das, was der DAV den 805 Fans in der Arena anbot, unterirdisch. Einzig Andreas Sprecher war es zu verdanken, dass die Gäste nach 13 Minuten nur 1:6 zurücklagen. Völlig unerklärliche Abspielfehler machten es Auerbach zu einfach und der Bayern-Express kam richtig ins Rollen. Auf dem Parkett traf nur eine Mannschaft, der Aufsteiger. In 13 Minuten legten die Gäste einen 8:0 Lauf hin und führten nach 25 Minuten mit 14:3. Unglaubliche 11 Tore Vorsprung ließ die Zwiridenko 7:11 Tore, die auch zur Halbzeit Bestand haben sollten. 6:17 hieß es da bereits. Nach dem Seitenwechsel ging das Drama aus Sicht des DAV weiter. 11 Tore Unterschied sind ja schon eine Menge Holz. 7 Minuten nach dem Wechsel waren es bereits 14 und damit 8 mehr als der DAV im kompletten ersten Durchgang geschafft hatte. Da half es auch nur wenig, dass die Beavers so langsam ins Spiel fanden. Der Zug war längst abgefahren, eigentlich war er sogar schon 2 Bahnhöfe weiter. Sicherlich gelang den Hausherren jetzt der ein oder andere Treffer, doch Auerbach hatte das Spiel längst entschieden, spielte den Vorsprung sicher über die Zeit, stand am Ende völlig verdient als Sieger auf dem Parkett und hat vieles richtig gemacht. Ich denke, wir haben richtig gemacht, dass wir die Fehler ausgenutzt haben heute, die uns Dessau ermöglicht haben. Wir haben schnelle Gegentore, schnelle Mitteltore gemacht. Wir haben über die zweite Welle Tore gemacht. Wir haben über die erste Welle Tore gemacht. Das ist uns in der Saison immer geglückt, wenn wir ein Spiel gewonnen haben. Ansonsten haben wir vorne versucht, einen ruhigen Ball zu spielen, wie es auswärts auch gehört. Und da sind wir am Ende auch belohnt worden. Beim DAV schaute man nach dem Schlusspfiff in fassungslose, ja ratlose Gesichter. Ich muss sagen, dass wir heute komplett als Mannschaft versagt haben. Das haben wir auch in erster Halbzeit gesehen, dass bei uns nirgendwo was geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben oder was wir abgesprochen haben. Es gab auch Schwierigkeiten, auch sowohl Abwehrverhalten als auch Angriff. Da haben wir uns ganz schwer getan, so gegen eine offensive Abwehrvariante, obwohl wir uns auch dafür vorbereitet haben. Aber ja, jetzt müssen wir so sehen, dass wir aus dem Spiel was Richtiges mitnehmen und davon lernen. Eine Woche bleibt der Zwiridenko 7 nun Zeit, die Schmach zu verarbeiten, um dann beim HBC Bad Neustadt eine Reaktion zu zeigen.